Jetzt geht's los. Mhm. Ja, also wir hatten ja wieder eine ereignisreiche Woche. Ich mache jetzt hier keine Nachrichten oder so. Überblick. Aber also mich hat es erstmal ein Kommentar, mich hat es überrascht, dass es dann in den USA so glatt, reibungslos ging mit diesem scheinbaren Machtwechsel. Noch ist er nicht vollzogen. Aber werden uns ja immer als ein Vorbild in Sachen Demokratie gepriesen. Und das ist schon eine, man würde, glaube ich, Shitshow sagen auf Englisch gewesen. Was für ein Spektakel von einem Wahlkampf. Da ging es nicht so richtig um Demokratie. Da wurden ja eigentlich keine unteren Schubladen mehr freigelassen. Und ja, und in Richtung Manipulation der Öffentlichkeit auch nichts ausgelassen. Eine interessante Sache fand ich, dass wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viel gewählt wurde, dass dieses Mal die Wahlbeteiligung viel geringer war, viel, viel deutlich geringer als 2020 und dass die Demokratenpartei über 15 Millionen weniger Wähler hatte dieses Mal. Also wenn man sich den historischen Verlauf anguckt, dann haben die eigentlich immer so alle 4 Jahre ungefähr dieselbe Anzahl an Wählern mobilisieren können, immer so 65 Millionen. Das ist eigentlich immer gleich gewesen, außer 2020. Ja? Und es gab ja diese Anschuldigung, dass die Wahl 2020, dass da betrogen wurde, um Biden eben ins Amt zu bringen. Und wenn man sich diesen Verlauf der Wähler anguckt, dann findet man da einen Indiz, dass das wirklich stimmen könnte. Denn ein weiteres statistisch sonst nicht erklärbares Indiz ist, dass hier in diesem Fall in keinem einzigen der über 3000 Wahlbezirke in den USA die Demokraten besser abgeschnitten haben als vor 4 Jahren. Also in keinem einzigen, nicht mal irgendwie zufällig irgendwo. Das ist also auch eigenartig gewesen. Aber ich wollte eigentlich, noch ist ja nicht der 20. Januar, wie gesagt, wo dieser Machtwechsel, wenn es denn einer ist, überhaupt wirklich dann vollzogen wird. Viele hängen ja nun ihre Hoffnung daran, dass es etwas friedlicher zugeht in der Welt. Aber andere müssen eben jetzt schnell noch Taten folgen lassen und Fakten schaffen. Und dazu habe ich die Nachricht, dass also der Telegraph, eine britische Zeitung, hat am Sonntag damit aufgemacht, dass Keir Starmer, der Premier von England, und Macron in Frankreich gesagt haben, sie müssen jetzt noch schnell, bevor Trump ins Amt kommt, Zitat, einen letzten Versuch unternehmen, um seine, wieder Zitat, um seine Bemühungen, um ein Zurückfahren der US-Unterstützung für die Ukraine zu vereiteln. Das sind alles Zitate. Und noch ein Zitat, wir sind sehr interessiert daran, sicherzustellen, die Zeit zwischen jetzt und dem 20. Januar bestens zu nutzen. Wie das konkret aussehen könnte, hat man auch schon gesehen, denn die beiden Länder, Frankreich und England, haben jetzt ihrerseits nochmal ihre Langstreckenraketen, die ja sozusagen immer der Streitpunkt waren in den letzten Monaten, an die Ukraine geliefert. Also aus England kommen immer diese Storm Shadow Raketen, aus Frankreich die Scalp Raketen, und genau da wurde jetzt bestätigt, dass also, man kann auch schon mutmaßen, dass die schon längst in der Ukraine waren, aber dass sie eben geliefert worden sind. Liefern ist in dem Fall ein bisschen ein Euphemismus, denn praktisch bedeutet das, wenn die jemand abfeuern soll, dann müssen dort entsprechend auch französische und englische Militärs an den Drückern sitzen und die Koordinaten eingeben und die Dinge programmieren. Und es ging ja immer darum, dass wenn diese Waffen eingesetzt werden, und das ist ja auch in diesen Zitaten mit drin, es ist auch davon die Rede gewesen, dass man jetzt eine politische Lösung erreichen will, also jenseits der Front diese Waffen einsetzen soll, um eine politische Lösung, das wurde auch gesagt dort, zu erreichen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass man eben den Krieg jetzt zum Atomkrieg eskalieren will, noch schnell. Denn die Russen hatten ihrerseits gesagt, dass wenn diese Langstreckenwaffen gegen Russland eingesetzt werden von der Ukraine aus, dass sie dann entsprechend das als Kriegserklärung werten werden. Soweit so gruselig. Was hatte ich hier noch? Ja, das war alles. Danke.
Okay. Ich will mal ganz kurz da anschließen. In den 80er Jahren, als schon mal Atomraketen nach Deutschland gebracht werden sollten, oder nach Europa besser, er hatte die UNO in Auftrag gegeben, eine Einschätzung über ungewollten ausbrechenden Atomkrieg. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, kann ich im Moment auch nicht, aber auf eine wichtige Sache. Ein Punkt ist die Sicherheit des strategischen Gleichgewichtes. Das heißt, dass jede Seite, in dem Fall eben damals waren es nur USA und Russland oder die Sowjetunion, für den Fall, dass sie angegriffen werden, noch das Gefühl haben, auch gegenreagieren zu können. Also wenn Atomraketen auf sie zufliegen, dass sie noch die Chance haben, selber welche abzufeuern, um den Gegner auch zu schädigen. Darunter verstand man das strategische Gleichgewicht im Falle von Atomwaffen. Wenn jetzt Langstreckenwaffen in der Ukraine stationiert werden und durch einen dummen Zufall, es muss ja noch nicht mal Absicht sein, Raketen in Richtung solcher Arsenale von Russen fliegen, kann das automatisch dazu führen, dass ein Atomkrieg ausgelöst wird. In dem Risiko stehen wir, wenn jetzt Langstreckenwaffen in die Ukraine geliefert werden. Das war's. Diese Gefahr mit dem aus Versehen ausgelösten Atomkrieg steigt ja allein schon durch die Art der Raketen, die da jetzt stationiert werden sollen. Ne? Wir hatten ja mal vor einigen Monaten, als diese Entscheidung von Scholz bekannt gegeben worden ist, ein paar technische Details dazu waren eben, dass das Radar, was das vom Boden aus detektieren kann, das erst ganz, ganz spät sieht und dass damit die Vorwarnzeit auf sowas wie 3-4 Minuten sinkt, sobald die irgendwo installiert sind. Und also die Vorwarnzeit, ne, um dann reagieren zu müssen. Und dieses ganze nukleare Abschreckung basiert darauf, dass man noch gucken kann, ist das ein echter Angriff oder nicht. Und dann sozusagen automatisch eine Reaktion entsteht oder eben auch nicht. Und wenn die nicht entstehen kann, weil es zu kurz ist, ist das wie eine Einladung eben anzugreifen. Dann fühlt sich jemand im Vorteil, der dieses Land dann quasi mit dem Erstschlag angreifen kann, ohne vielleicht selber angegriffen zu werden als Reaktion. Und deswegen ist eigentlich die ganze Logik dieser jetzigen Waffengattung, dieser Dark Eagle-artigen, also Hyperschall-Atomraketen, die da stationiert werden sollen, eigentlich nur, dass man eben den aus Versehen ausgelösten Atomkrieg damit sehr wahrscheinlich macht. Und noch eine Ergänzung zuvor, nicht nur in Großbritannien und in Frankreich. Beide Präsidenten sind ja mit der Agenda des World Economic Forums verbunden, weil sie selber auch Kandidaten dort waren, also Young Global Leader waren. Bei uns gibt es ja auch einige im Land, unter anderem Christian Lindner, der war sogar mal ein eingeladener Gast auf den Bilderberger Konferenzen. Und da möchte ich nochmal daran erinnern, dass der eigentliche Grund... Vierter Platz steht Russland. Deswegen kann man sagen, Russland ist vierte wirtschaftliche Kraft in der Welt. Erste China und USA und Indien an dritter Platz. Das ist das Erste. Und natürlich pro Kopf muss man auch berechnen. Und natürlich, wenn in Russland viel mehr Bevölkerung, dann gibt es dort pro Kopf kleinere Zahlen, aber nicht so drastisch wie hier immer wieder erzählt wurde. Und zwar Bruttoinlandprodukt pro Kopf Kaufkraft bereinigt 2023. Russland etwa 45.000 pro Kopf, in Deutschland etwa 70.000 pro Kopf. Das bedeutet, in Russland ist etwa 35% weniger als in Deutschland. Und das ist klar,
das hat schon lange Tradition, Sie wissen schon. Und zum Beispiel vor 10 Jahren war dieser Unterschied fast zweimal. Jetzt ist das viel, viel besser. Und zum Vergleich noch, was das bedeutet, warum ist das so? Preise, Benzinpreis. In Russland kostet ein Liter A95 Benzin etwa 55 bis 60, 65 Cent pro Liter. In Deutschland kostet das 1,65 bis 1,75 pro Liter. Das bedeutet etwa dreimal teurer in Deutschland. Wichtige Sache, Strom. Durchschnittlicher Preis für Strom in Russland für die Bevölkerung 5 bis 6 Rubel pro Kilowatt, Cent, Entschuldigung, 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Und das heißt etwa 6-8, Entschuldigung, ist wirklich so, 5-6 Rubel pro Kilowattstunde, und das heißt etwa 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Im Vergleich mit Deutschland, hier ist das zwischen 35 und 45 Cent, das bedeutet etwa 5 bis 6 Mal teurer in Deutschland. Und Lebensmittel, alles was wurde in Russland produziert, ist dort auch viel, viel billiger. Und zum, ich habe nur die Eierpreise genommen, weil letzte zwei Jahre, es gibt schon viele Diskussionen in Russland, warum werden die Eier immer teurer, immer teurer, immer teurer. Was bedeutet diese immer teurer? Als ich 2016 dort war, das war 5 Rubel pro Stück, pro ein Stück. Das bedeutet etwa dieses 5 Cent pro Stück. Und jetzt ist das viel teurer, das heißt 6 bis 8 Cent. Moment. 8 bis 10 Cent pro Stück, etwa zweimal teurer als vor 8 Jahren. Und in Deutschland ist das etwa dreimal teurer. Was ist in Russland teurer als hier? Es ist zum Beispiel französischer Cognac oder deutscher Bier. Es gibt Sanktionen. Aber alles, was man braucht, ist dort viel, viel billiger. Natürlich, also noch, ich habe schon erzählt, dass in Russland leben mindestens zwei Drittel, etwas mehr wahrscheinlich, in eigene Wohnungen, in eigene Häuser ohne Kreditbelastung. Ohne Kreditbelastung, weil es gibt mehrere Gruppen. Das bedeutet, diese Struktur für Lebensunterhalt ist ganz andere. Wenn ich hier bezahle für eine Wohnung etwa, früher war das vielleicht ein Viertel von meiner Gehalt, jetzt ist vielleicht schon mehr als 50%. Und dort gibt es diese Ausgabe überhaupt nicht, bei vielen Leuten. Und deswegen diese Struktur ganz anders, und das bedeutet nicht so schlimm. Warum möchte ich das sagen? Weil in deutschen Medien höre ich immer wieder, zuerst wurde vor zwei Jahren gesagt, wir zerstören russische Wirtschaft. Ein Jahr später, nein, wir haben noch nicht zerstört, aber vielleicht in zwei, drei Monaten. Jetzt gibt es schon ohne Zeitbegrenzung, dass in der Zukunft müssen diese Sanktionen funktionieren. Ich glaube eigentlich nicht. Gut, danke.
ich noch eine Ergänzung. Nochmal üben. Eine kleine Ergänzung zu diesen Teuerungen. Also, ich hatte mal vor einigen Wochen die Zahl genannt. In Großbritannien gab es da kürzlich eine Umfrage, dass, also jetzt ist ja überall in den westlichen Ländern ähnlich, aber dort ist es, was die Energiekosten geht, besonders drastisch, dass die reichliche Hälfte der Bevölkerung, über 50%, geantwortet hat, sie können sich eine Heizung im nächsten, also in diesem Winter jetzt gar nicht mehr oder nicht mehr, also nicht mehr richtig leiten, können nicht mehr vor ihr Haus beheizen. Und bei uns ist ja auch, sind ja gerade die Lebensmittel und die Energie ist ja sozusagen, man muss ja immer im Verhältnis zum Lohn sehen. Der Lohn ist ja nicht gestiegen oder kaum. Und man müsste jetzt den russischen Lohn sozusagen auch dann dazu im Verhältnis wissen. Bei uns ist der Lohn fast nicht kaum gestiegen, aber die Lebensmittel eben extrem gestiegen. Und die Lebensmittel werden auch noch weiter steigen. Erstens, weil ja die Sanktionen bewirken, dass wir keine Düngemittel mehr einkaufen können aus Russland. Und das ist der größte Phosphorlieferant. Das geht gar nicht ohne Russland. Und jetzt haben wir noch diese Ereignisse wie in Spanien, dieses extreme Unwetter, was meiner Meinung nach ein künstliches ist. Und dort sind an der Südspitze von Italien, in Andalusien, also bei Almera, wo ja die ganzen Gewächshäuser sind, sind durch diesen Hagel, durch diesen extremen Hagel mit so großen Hagelkörnern, 50 Quadratkilometer Gewächshausfläche kaputt gegangen. Das ist sozusagen die Region, wo unser ganzes Obst herkommt. Also es wird dann sozusagen definitiv bei uns sich auch auf die Preise noch durchschlagen. Und das ist, denke ich mal, auch einfach eine Funktion dieser Sanktionen, dass hier sozusagen alles in den immer teurer wird. Wenn die gewollt hätten, dass sie wirklich Russland schädigen, dann hätten sie damit längst aufgehört, ist meine Meinung. So. Ja, dann noch nur für Verständnis. Woher kommen die Früchten und Melone und so weiter und so fort? Natürlich nicht aus Spanien. Die kommen aus Kirgisien, Usbekistan, Kasachstan und dort gibt es überflüssig immer wieder Ernte, überflüssig von all diesen Sachen, von Apfel bis exotische Früchte auch. Nur die Bananen kommen wahrscheinlich aus Afrika. Aber das ist auch wichtig und das gibt es auch. Im Internet können Sie im Prinzip gucken, es gibt mehrere ausländische Korrespondenten und Blogger, die russische Laden besuchen und erzählen, egal wo. In Moskau, in Sankt-Peterburg, in Ural, in Novosibirsk, in Sibirien, in kleinen Dörfern sogar. Und sie können dann das gucken. Und diese Auswahl ist extrem viel. Und bezüglich Lebensmittel gibt es dort wirklich kein Problem. Gut. Und das wollte ich noch sagen. Die Verluste von Ukraine und von Russland nach fast 3 Jahre. Gut, im Internet kann man das auch finden, im Prinzip, und dort gibt es extrem viele Daten von Ukraine. Aber Ukraine glaube ich nicht, ich habe schon erzählt warum. Aber dort gibt es interessante Sachen auch. Die Daten von BBC und Medusa und Mediazone. Medusa, es ist ehemalige Leute, es war eine Radio in Russland und Internetseite. Und dann diese ausgewandelt nach Baltikum, Prebaltikum, ich weiß nicht ganz genau, Lettland wahrscheinlich. Und sie haben gezählt, diese Daten sind sehr interessant. Zusammen BBC und diese Medusa oder Mediazone, es gibt praktisch gleiche. Und sie haben gezählt in Russland nach alle Zeitungen. In alle Gebiete in Russland, weil es gibt solche Traditionen, wenn jemand stirbt, dann gibt es eine
Anzeige in einer Zeitung. Solche Tradition habe ich hier gesehen in Chemnitz. Ich weiß nicht, gibt es jetzt oder nicht. Und besonders natürlich für Leute, die in Ukraine getötet oder gestorben sind auf diese Krieg, dieser Krieg. Und diese BBC veröffentlicht folgende Sache. 75.000 russische Soldaten sind getötet und namentlich bekannt. Und dann Schätzung von einer von diesen beiden Mediationen wahrscheinlich. Schätzung nach überflüssiger Sterberate. Es wurde gezählt etwa 120.000. Für mich ist das ein bisschen, ich habe geguckt, wie das wurde berechnet. Es gibt Zweifel ein bisschen. Aber wenn wir trotzdem diese Koeffizient nehmen, Faktor 2, also 75.000, Faktor 2, 150.000 im Prinzip, es ist viel natürlich. Aber zum Beispiel, für 150 Millionen in Russland ist das 1 von 1000. Und zum Beispiel in Ukraine gibt es mindestens so viel. Mindestens so viel. Aber in Ukraine gibt es fünfmal weniger Leute. Und das bedeutet mindestens 1 von 200. In Wirklichkeit muss man noch beachten, dass diese 30.000, Ukraine schreibt immer wieder, 30.000 Einwohner. Es ist schon lange nicht so. Vor 2014 war das so, etwa 35.000. Aber in 2020 war das schon wahrscheinlich 25.000 insgesamt. Maximal. Millionen. Entschuldigung, Millionen. Ja, natürlich. Millionen. Maximal. Es wurde berechnet nach Brot. Wie viel Brot kann man verkaufen? Sehr genau Sache. Und deswegen, jetzt ist das noch weniger. Und deswegen für Ukraine sind diese Verluste sind drastisch. Und wie gesagt, ich habe schon vor viele Monate gesagt, dass es war ein Bürgerkrieg von Anfang, von 2014. In 2014 wurde angefangen zwischen Ost und West in Ukraine. Und das war auch Bürgerkrieg und jetzt nur eine Erweiterung auf meiner Sicht. Und das ist schrecklich. Und ja, und ich sehe immer wieder die russischen Familiennamen zwischen den ukrainischen Soldaten und ukrainischen, ich habe schon auch erzählt, ukrainische Namen zwischen russischen Soldaten und auch Generäle und so weiter. Es ist ein Bürgerkrieg und warum ist das so passiert? Es ist eine lange Geschichte, ich empfehle Ihnen zum Beispiel, ich habe schon genannt, Diana Panchenko, Bloggerin, und Олеся Медведева. Und es gibt jetzt noch Шарий, Анатолий Шарий, er wohnt schon lange in Spanien. Jetzt guckt er alles und erzählt von ukrainischer Seite. Alle sind Ukrainer. Und sie haben auch eigene Vorstellung, warum ist das so passiert. Ich kann teilweise diese Sache unterstützen. Vielleicht später erzähle ich meine in folgenden Wochen irgendwo, was Wichtiges gibt es in dieser Erzählung. Danke, das war's. Ja, dann mache ich auch da noch eine kurze Ergänzung.
Also die, ein Indiz für das Verhältnis von Toten auf beiden Seiten sind auch die Gefangenenaustausche. Und da gibt es immer mal wieder Berichte drüber. Wenn man das zurückverfolgt, gibt Leute, die das sammeln, das ist immer ziemlich lange im Verhältnis 1:5 gewesen. Und jetzt beim letzten Austausch war es 1:10. Also 10-mal so viele Ukrainer wie die Russen. Und es gibt auch Schätzungen, die man muss ja immer unterscheiden zwischen Soldaten, die getötet worden sind und die aufgrund einer schweren Verletzung nicht wieder in den Militärdienst, nicht im Militärdienst bleiben können. Aber es gibt eben Schätzungen, dass schon über 1 Million auf der ukrainischen Seite gestorben sind. Habe ich gelesen. So, und wenn man jetzt eben hört, dass Scholz davon spricht, dass man die Ukraine finnlandisieren könnte, also gemeint ist, jetzt ist das ja mit Finnland nicht mehr so, Finnland war ja neutral im Kalten Krieg, dann ist das natürlich gut für die Ukraine, wenn es wirklich so kommt, aber es ist eigentlich, es zeigt eben, was für eine Tragödie das von Anfang an war, dass diese ganzen Menschen alle nichts gestorben sind. Natürlich, das war auch von vornherein klar, aber Russland hat 2021 ein Friedensangebot gemacht, der ganze Krieg war unnötig, er ist eben aufgezwungen worden, 2022, das stand innerhalb von wenigen Wochen, stand ein Verhandlungsfrieden, immer wieder wurde die Hand ausgestreckt, der Westen wollte diesen Krieg und diese ganzen Menschen sind alle eines sinnlosen Todes für diesen westlichen Imperialismus gestorben und das dürfen wir nie vergessen, dass wer die Schuld an diesen vielen, vielen Toten, an diesem Schrecken und diesem Grauen. Ja. Über das Finanzamt und die Bank. Einen wunderschönen guten Abend. Super, auch bei diesen miserablen, wettrigen Umständen hier wieder die Machtwache stattgefunden hat. Ich bin happy. Ja. Erstmal so als Einleitung. Zwei kurze informative Nachträge auf die Beiträge meiner Vorredner. Das eine ist, 1800 übernahm Russland Finnland nach einer kriegerischen Auseinandersetzung mit den Schweden das finnische Territorium. Es war Stalin, der nach 1920 Finnland eine staatliche Souveränität einräumte. Es war Stalin, der damals zur Gründung des finnländischen Staates überhaupt konstitutionell beigetragen hat. Umso unglücklicher müssen die Russen sein, nachdem die Finnen ausgerechnet damals den Sowjets ihre staatliche Souveränität zu verdanken hatten, dass ausgerechnet die Finnen sich haben aufgrund kurzfristiger Erwägungen und der Machtstrukturen der NATO-Terrorstaaten haben in eine Kontrastellung gegen das russische Volk bringen lassen. Die zweite Information. Nach meinen Zahlenangaben, die ich im Kopf habe, und auch nach der Zahl, die jetzt Thomas Röper jüngstens erwähnte, nach meinen Zahlenangaben hat das ukrainische Volk bislang in diesem Krieg über 900.000 Soldaten verloren. Nach Röper seien es sogar 1 Million. Herr Putin hat in einem jüngeren Pressegespräch erklärt, dass Russland etwa 1/5 Verluste habe. Da haben wir also einen Anhaltspunkt bei einer Lebensbevölkerung der Ukraine von nur noch 20 Millionen zu 140 Millionen auf der russischen Seite und 5-mal weniger Opfer. Wie ultrabrutal der Blutzoll vom ukrainischen Volk zurzeit bezahlt werden muss. Jetzt möchte ich aber zu etwas optimistischen Tönen switchen. War ich noch vor einem Jahr schrecklich beängstigt, furchtvoll, ob der militanten Entwicklung auf der Erde, war auch ich erschüttert, wie wir alle hier bei der Mahnwache, über die Eskalation auf dem Kriegsschauplatz in der Ukraine. War auch ich einmal mehr erschüttert von dem Ausbruch
des Völkermordes der Zionisten am palästinensischen Volke machte ich mir die allergrößten Sorgen, dass dieser Krieg als der finale Krieg der weißen Herrenrassenelite einen Flächenbrand im exorbitanten Ausmaß annehmen könne und sich die aktivkriegerischen Ereignisse fast ubiquitär über die Welt ausbreiten werden, machte ich mir sehr große Sorgen. Machte ich mir vor einem Jahr, hatte ich noch Angst davor, dass die Malthusianer, die Eugeniker, die damals, Malthus 1800, damals die Message verbreitete, das größte Problem der Menschheit sei die Überbevölkerung. Hatte der Malthus bereits schon 1800 in seinen theoretischen Schriften definiert, dass aufgrund ökologischer Gesetzmäßigkeiten die Erde nur bis zu 1 Milliarde Menschen vertragen würde, tauchte auf den Georgia Guidestones die 10 Gebote der menschlichen Zukunft auf, wo auf den Georgia Guidestones zu lesen war: Halte die Menschheit auf 500 Millionen Menschen auf der Erde, um der Menschheit unter ökologischen Gesichtspunkten eine dauerhafte Existenz auf der Erde möglich zu machen. Da kriegte ich deshalb sehr, sehr viel Angst, weil ich plötzlich mathematisch eine Angabe hatte, dieser tiefe Staat, die NATO-Terrorstaaten, die Eugeniker, die Transhumanisten bereit wären, um schlussendlich die Macht auf dieser Erde zu erringen, eine Fallhöhe von 7 Milliarden Menschen hätten. Wir haben zurzeit 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Da kriegte ich einen Schreck, wie dieser tiefe Staat die zukünftigen Kriege auf der Erde noch weiter schrecklich eskalieren könne. Seit einigen Monaten bin ich etwas optimistischer geworden, nachdem ich die Fakten realisiert habe, dass auch in Israel mit der Samson-Doktrin, die beinhaltet, wenn sich der israelische Staat existenziell bedroht fühle, die Zionisten bereit wären, mit über 200 atomar bestückten Raketen den Rest der Welt mit in den Abgrund zu reißen. Das besorgte mich doch zutiefst. Nun habe ich aber mittlerweile die Erkenntnis gewonnen, dass der unmittelbare Stellvertreterkrieg in der Ukraine wohl von diesen NATO-Terrorstaaten nicht mehr gewonnen werden kann und dass die Kriegshetzer und Kriegstreiber des tiefen Staates mit ihrer Option, dass sie Kriege in der Zukunft führen könnten, dessen halben 7 Milliarden Menschen zum Schluss zu Tode kämen, um die Erde quasi ökologisch nachhaltig retten zu können, auf Granit beißen werden, da zumal Israel, China und Russland wohl diesen Protagonisten und Schergen des tiefen Staates glaubwürdig vermitteln konnten, aufgrund deren jeweiliger Waffentechnologie, dass sie dann diesem tiefen Staat Schergen mit in den Abgrund reißen werden. Und diese Überlegung gab mir Hoffnung, dass der tiefe Staat mit dieser menschheitsausrottenden Kriegsführung wohl doch nicht beginnen würde, dazumal sie damit ihr eigenes Todesurteil über sich selbst sprechen würden. Seit dieser Zeit
ist wieder deutlich mehr Optimismus in mein Bewusstsein gerückt, dass uns wohl das allerschlimmste Szenario doch erspart bleibt. Und das nachdem seit 3000 Jahren es kein einziges Jahr auf dem Planeten gab, wo es keinen Krieg gegeben hätte, wo es keine Völkerschlachten gegeben hätte, wo keine Völkermorde stattgefunden hätten, wo die unsäglichen Kolonialkriege stattfanden, es seit Jahrtausenden kein Jahr auf der Erde gab, wo es einen weltweiten Frieden gab. Ich bin mittlerweile optimistischer, nachdem wir den Rubikon des Ukraine-Krieges und auch des zionistischen Völkermordes gegen das palästinensische Volk scheitern erleben, dass wir danach dann doch der Aussage von Immanuel Kant zum ewigen Frieden näher rücken werden, nachdem wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht nur noch Monate erleben werden, dass die Kriegshandlungen in der Ukraine und im Gazastreifen und auch im Sudan, in Syrien, in Jemen, noch viele andere Staaten wären zurzeit zu nennen, plötzlich beendet sein werden und wir dann endlich in einer Zeit leben werden, wo die Ressourcen, die bislang Billionen Dollarfach in die Aufrüstung und die Kriegsführung verschwendet worden waren, endlich in eine egalitäre, pazifistische, weltgemeinschaftliche Zukunft wir erwarten dürfen. Es gibt Anhaltspunkte, dass, wenn wir über diesen Rubikon gekommen sind, endlich in einer friedlicheren Zeit leben werden. Abschließend möchte ich einen weiteren Faktor hinzufügen. Die Hauptmacht vor allem auf dieser Erde, das waren die Medien. Das waren die gleichgeschalteten Medien, die auf Kommando der Kriegswirtschaft und des tiefen Staates bislang mit einem kommunikativen Monopol einseitig die Masse deren jeweiligen Bevölkerungen manipulieren konnte. Nun hat doch scheinbar erfreulicherweise mit der Entwicklung der Computer und des Internets die sogenannte Schwarmintelligenz, die Masse aufgeklärter Menschen, die Masse ethisch bewegter Menschen im Internet ein Sprachrohr gefunden, um dies Monopol Macht der manipulierenden, staatlich gesteuerten Mainstream-Medien sich gegenüber zu behaupten. Wir haben es jetzt schon bei verschiedenen Wahlen auch in Deutschland erlebt, dass trotz massenmedialer Propagierung von vermeintlichen Wahlergebnissen sich das Volk im Großen und Ganzen mittlerweile von denen nicht mehr vorschreiben lässt, wie sie zu denken, wie sie zu handeln haben, sondern Menschen zunehmend anfangen, sich ihren eigenen Kopf zu machen und Nein zu sagen. Da kommt doch zum ersten Mal bewusster denn je die Kraft der Schwarmintelligenz zum Vorscheinen, wie wir es jetzt auch anlässlich der Präsidentschaftswahlen in den USA einmal mehr erleben durften. Trotz
hermetischer Gleichschaltung der Medien in den USA mit wenigen Ausnahmen es den sozialen Medien gelungen ist, endgültig das manipulative Monopol der Mainstream-Medien zu brechen. Das macht mir Hoffnung, zum einen erleben zu dürfen, wie das palästinensische Volk und wie das russische Volk auf der einen Seite die militärischen Ansprüche der NATO-Terrorstaaten erfolgreich außenpolitisch zurückweisen wird und gleichzeitig innenpolitisch in vielen NATO-Terrorstaaten die Völker anfangen zu rebellieren. Und das lässt mich darauf schließen, dass auch die Macht des militärischen Komplexes, vor denen Eisenhower 1961 gewarnt hat, vor seinem endgültigen Ende steht. Das erfüllt mich mit Hoffnung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielleicht mal zu dem Thema Geldwäsche was sagen. Wir sind hier mit ich möchte wieder wie in den vergangenen Wochen ein paar Schlaglichter aus der vergangenen Zeit zum ersten wieder mal aus der jungen Welt vom 1. November, also schon etwas mehr als eine Woche. Da gab es auf der Titelseite zwei Artikel, die jetzt sich bezüglich auf uns beziehen. Zum einen billige Entschuldigung. Es geht darum, um die Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht und des Naziregimes in Griechenland und dass der jetzige Bundespräsident Steinmeier dorthin fährt. Ein paar warme Worte sagt, aber nicht eigentlich die wirklichen Probleme anspricht. Zum Zweiten hatte ich auch vergangene Woche nicht erwähnt, UNO verurteilt US-Blockade gegen Kuba zum wiederholten Mal. Es ist ja so, Kuba stellt jedes Jahr in der Generalversammlung einen Antrag, dass die Blockade gegen Kuba verurteilt wird. Und ja, auch in diesem Jahr war es so, dass lediglich die USA und Israel dagegen gestimmt haben und Moldau hatte sich, glaube ich, enthalten, wenn ich das, Republik Moldau und allerdings die Außenministerin Argentiniens wurde daraufhin, weil sie für diese Resolution gestimmt hatte, entlassen. Eine dritte Sache, ich hatte ja erwähnt, das Thema Israel-Palästina spielt immer wieder eine Rolle. Hier beispielsweise gibt es eine Gruppe, die Globale Allianz für die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung, die sich dafür einsetzt. Da wird hier auch, gibt's auch einen größeren Artikel dazu. Und was wir vor längerer Zeit erwähnt hatten, diese Auseinandersetzung in Neukaledonien, wo Frankreich versucht, die Herrschaft darüber aufrechtzuerhalten. Weitere Sachen. Hier zum Thema Israel-Palästina, hier beispielsweise zwei Artikel, Chance auf Waffenruhe gering. Da geht es um die Bombardierung von Welterbe-Kulturstätten durch die israelische Armee in Libanon. Hier unten wird auf eine Karte darauf hingewiesen, wo eben gezeigt wurde, welche Ziele Israel im Gazastreifen zerstört. Und da sind eben auch ganz viele zivile Ziele drunter, wie darauf hingewiesen worden ist. Zu dieser Woche wieder im
paar zufälligerweise rausgegriffene Sachen, also fast zufälligerweise, ich habe einfach ein bisschen drin gelesen und wenn mir was aufgefallen ist, habe ich was, nehme ich was davon. Unten ein großer Artikel Rheinmetall auf der Überholspur. Rheinmetall ist ja bekannt. Dort ist eine große Rüstungsfirma und die machen natürlich jetzt Riesengewinne. Logischerweise, ja. Ein etwas kleinerer Artikel, Russland und Iran für Neubeginn mit der USA. Und ein etwas größerer Artikel zum gleichen Thema auf Seite 7, Moskau bleibt kühl. Es geht um die Reaktion auf die Wahlen in den USA. Es wurde ja ständig behauptet, Russland hätte ein Interesse, dass Trump gewinnt. Allerdings schon allein die Tatsache, dass Russland sich bei den Glückwünschen für Trump zurückgehalten hat, sozusagen die formalen Formalien erfüllt hat, aber nicht diese große Begeisterung, die von entsprechend anderen Staaten dort geübt worden sind, nicht geübt hat, sondern einfach nur, ja, wir sind weiterhin bereit mit den USA zusammenarbeiten für eine friedliche Lösung. Mal sehen, ob Trump sein Versprechen, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu können, ob er es einhält. Mal sehen. Ja, ich hatte vorhin auch noch das Thema Kuba erwähnt. Da gibt es hier unten unter der Überschrift im Auge des Sturms wird darauf hingewiesen, dass ja Kuba jetzt von mehreren Hurricanes betroffen ist mit ganz vielen Zerstörungen. Menschenleben sind glücklicherweise nicht zu beklagen, soweit ich das mitbekommen habe. Aber es gibt eben viele Zerstörungen und durch die Blockade, von der ich vorhin gesprochen habe, kann Kuba nicht mehr. Ist schwierig, Sachen zu importieren und deshalb ist es ein bisschen schwierig, den Wiederaufbau zu machen. Ja, gut. Hier wieder zum Thema Gazastreifen. Gebrochene Bevölkerung, ja, verzweifelte Lage im Norden Israels greift unvermindert an. So, das war das dazu. Hier hinten gab es noch einen kleinen ironischen Kommentar, dass der Chef des rechten Sektors jetzt sich dem Wehrdienst entzieht und jetzt gab es eine Diskussion, ob er damit durchkommt oder nicht. Ja, also so nach dem Motto, andere Leute in den Tod schicken und selbst das eigene Leben zu schützen. Ja. Dann, jetzt sozusagen indirekt Thema Israel, Palästina, habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Es gibt es gab jetzt eine Resolution vom Bundestag beschlossen, gegen die Stimmen der BSW und bei Enthaltung der Linken, wo eben ganz viele Formen von Israel-Kritik als antisemitisch verurteilt wird. Es ist erstmal nur eine Resolution, es hat nicht unmittelbare Gesetzkraft, aber so nach dem Motto, in welche Richtung es geht. Ja, und es wurde hier in dem Artikel darauf hingewiesen, ja, es gab einige antisemitische Angriffe in den vergangenen Jahrzehnten mit mehreren Toten, allerdings darum geht es bei dieser Resolution nicht, sondern wie gesagt, es geht eher um Israel-Kritik. Ja, und wie gesagt, so viel zum Thema Einseitigkeit. Ja, ein kleiner Artikel, dass auch bei den israelischen Angriffen wieder UNIFIL-Soldaten im Südlibanon getroffen worden sind. Und und es gibt ein größerer Artikel, wo über die Drohnenproduktion beispielsweise in Russland gesprochen wird und dass sozusagen die massiv hochgefahren wird und dass aus dem Grunde durchaus die Hoffnung besteht, dass auch von der Seite aus die Hoffnung, dass sich Russland das nicht mehr leisten kann, als falsch herausstellt. So. Das war der Punkt. Zwei Sachen, Thema Israel-Palästina. Also wie gesagt, mehr oder weniger zufällig rausgegriffen.
Zum einen, dass die israelische Zeitung Haaretz, der Herausgeber von Haaretz, hatte die internationale Gemeinschaft aufgerufen, Sanktionen gegen Netanyahus Regierung zu verhängen und von Apartheid und einer zweiten Nakba, also dieser Katastrophe, gegen die Palästinenser gesprochen, und daraufhin hat die israelische Regierung erklärt, nee, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und hier, das ist eine Seite zum Thema Medien, und da wurde darauf hingewiesen, dass Beschäftigte der BBC kritisieren, dass die BBC einseitig pro-Israel berichtet. Allerdings wird in dem Artikel auch darauf hingewiesen, deutsche Mainstream-Medien ist das noch viel einseitiger. So, dann nächster Punkt. Apropos auch wieder Israel, gibt es hier einen Artikel, Netanyahu entlässt Galant, also den Verteidigungsminister. Es wird auch gesagt, was die Gründe waren, dass insbesondere, dass Galant sich für eine Verhandlungslösung mit der Hamas zur Geiselbefreiung ausgesprochen hatte. Es gab hier noch zwei weitere Gründe. Zum einen, dass er diese Befreiung der ultraorthodoxen Männer von Wehrpflicht abschaffen will, und zum zweiten, dass er die Hintergründe vom 10. Oktober mal ein bisschen genauer untersuchen will. So. Ja. Aber ja. Trotzdem willkommen. So. Aber auch innenpolitisch ein paar Sachen. Unter der Überschrift Post von Pistorius wird auf diese neue Pläne darauf hingewiesen, dass jetzt alle Jugendlichen angeschrieben werden sollen mit einem Fragebogen. Männliche Jugendliche müssen ihn beantworten, weibliche Jugendliche können ihn beantworten, und daraufhin soll dann versucht werden, einige Leute einzuladen zu einer Musterung, um dann zusätzliche Militär für die Bundeswehr zu bekommen. Und unten drunter Gesichtsverlust für Unileitung. Dort ging es darum, dass es Proteste an der Freien Universität in Berlin gab und gegen die Politik Israels, und daraufhin jetzt ein paar Leute angeklagt worden sind, aber auch mit also die Anklage erfolgte auch mit Unterstützung der Unileitung, statt dass sich die Unileitung für Meinungsfreiheit einsetzt. Allerdings glücklicherweise sind die aus ein paar Gründen freigesprochen worden. Ja. Und dann ist es so, dass die UNO-Berichterstatterin, jedenfalls auch im Zusammenhang mit Palästina, sich entsprechend kritisch geäußert hatte, deshalb angegriffen wurde, aber verschiedene jüdische Organisationen, die sich für Frieden einsetzen, haben jetzt die Unterstützung dafür, also für diese Berichterstatterin zum Ausdruck gebracht. Ja, gab es einen größeren Artikel, und zwar hat eine italienische Journalistin, Stefania Maurizi, kenne ich sonst nicht weiter, einen Artikel über Julian Assange und WikiLeaks geschrieben, und da gibt es jetzt einen Auszug aus der Einleitung, wo eben darauf hingewiesen wurde, also wo sie erzählt hat, dass sie zuerst bei diesen Veröffentlichungen der Kriegsverbrechen und von der Schweizer Bank Interesse hatte, und dann hatte sie eben festgestellt, das betraf sie unmittelbar, dass in Italien es zeitweise ein Müllproblem gab, was durch Verknüpfung mit der Mafia entstanden war, und dass sie sozusagen dort recherchiert hat, ob diese
Leaks, die dort bei WikiLeaks gekommen sind, recht, also sozusagen, ob diese Informationen richtig sind, und hat entsprechende Veröffentlichungen gemacht, und da gab es dann ja eine entsprechende Zusammenarbeit. Das war nur sozusagen zweiseitiger Artikel draus, und in der vom Wochenende steht ein Aufruf der Deutschen Kommunistischen Partei zur Stärkung der parlamentarischen Friedenskräfte. Und es geht darum, wofür wird das Geld ausgegeben? Für Krieg oder für eben für soziale Fragen? Und wie gesagt, dort entsprechende Zusammenarbeit. Es gab auch noch weitere Sachen, beispielsweise hatte ich ja vor längerer Zeit erzählt, dass sich jetzt in Dresden ein Bündnis gebildet hat gegen diese Kürzung im Dresdner Haushalt. Da gab es vergangenen Mittwoch eine Anhörung. Ich war leider sehr beschäftigt, deshalb konnte ich nicht hingehen. Aber es soll jetzt am 21. November, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 15 bis 17 Uhr, ich kann da nochmal nachgucken, vor dem Rathaus Goldene Pforte Proteste geben, wo man sich auch entsprechend beteiligen kann. Also wie gesagt, das war jetzt ein paar Sachen im Überblick. Sicherlich könnte man noch viel, viel mehr sagen, aber das zeigt, dass dieses Thema mit verschiedenen Aspekten immer wieder behandelt wird. Gut, vielen Dank erstmal. Thank you.